Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau Unimog 406, Ausgabe 77. Wir bekommen was? Den Lenksäulenhalter. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Vor allen Dingen brauchen wir dann ein Teil. Schon ein bisschen älter ist, Ausgabe 2. Aber wir haben jetzt hier auch neue Bauteile, die wir hier erstmal befreien müssen, bevor wir uns an die alten Sachen begeben. Immer schön nachschauen, dass nichts drin bleibt. Wir haben AM-Schrauben, wir haben hier das ein Teil vom Lenkstangengehäuse, die Lenksäule, so nicht Stange, Lenksäule. Aber da ich ja kein Fachmann bin, darf ich mich auch ab und zu mal mit den Bezeichnungen vertun. Wir eine AM-Schraube. Wir haben hier die beiden Schalter und die bleiben so. Nicht, dass ihr denkt, dass hier in der Mitte ist ein Gussteil und trennt es ab. Nein, 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 nein. Dann haben wir hier Hydraulikleitungen. Zwei Stück. Eine linke, eine rechte. Und noch mal einen kleinen Hebel. Und zwar ist es da Blinkerschalter. Oh, ja. Ich hole euch mal etwas näher ran. Vielleicht könnt ihr da etwas besser sehen. Manche mögen das zwar nicht unbedingt. So. Doch mal die Stierbrille, wie man da so rauf stiert. Also wir nehmen den Lenkstock Ding so rum und machen den so rum da rein. Das Ding ist so nach oben, ne? Ach so, der wird nur einfach drauf gesteckt. Der Deckel, der hat hier entsprechende passende Einkerbung für die Teile hier, die mir jetzt hier so ein bisschen aus der Hand fallen und nicht so wollen, wie ich das gerne hätte. Machen wir einfach mal hier so einen Trick und tun das vorher leicht draufstecken. Und dann kommt man hier an den wackeligen Schalter. Jetzt sollen wir dieses Teil so nehmen, und zwar mit dem hochgewinkelten Hebel nach rechts legen. Und dann kommt die 77E, das ist die, die nach links geknickt ist mit dem Nöpsel nach unten. Die kommt hier in die linke rein. Und die andere in das rechte. Mal gucken dann, wie das Ganze dann da aussieht.
Aha, jetzt brauche ich dieses Teil und muss das hier mit dem Nupsi in dieses Loch da rein. Und damit man auch richtig ist, wir haben hier eine kleine Einkerbung und wir haben hier einen ganz kleinen Nupsi-Dupsi. So, dann haben wir hier die beiden Hydraulikleitungen dran. Anschließend sollen wir hier den Hupenknopf wieder entfernen, das Lenkrad lösen. So. Und aha. Okay. Jetzt nehme ich das Ganze so rum und schiebe die Lenksäule hier rein. Tu dann hier wieder das da drauf. Und den Knopf wieder drauf. Jetzt haben wir an dem Fahrzeugmodell. Ach, die haben vorgeschlagen, hier eine neue AM-Schraube zu nehmen. Okay. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich ziehe gerade mal ein klein bisschen zurück. Ich glaube, da brauche ich einen Tropfen Klebe. Das hebt sonst nicht. Jo. Jetzt, wo habe ich Kleber? Ich habe schon so lange keinen Kleber mehr benutzt. Ja, und da fingen sie an, die große Sucherei, ne? Ich brauchte in letzter Zeit keinen Kleber mehr und jetzt ist da halt hier so viel rumgedingst und gemacht und rumgewandert. Ich habe hier, da wo er liegen sollte, liegt kein Kleber, dann habe ich ihn wohl. Entweder war er schon leer oder ich habe ihn woanders mal gebraucht. Setz mir nach. Ich bin halt ein kleiner Chaot. Nee. Ein kleiner, großer. Da habe ich noch einen eingetrockneten. Wieso habe ich den hier noch liegen, wenn er eingetrocknet ist? Kann mir das mal einer erklären? Ach ja, na gut. Der eingetrocknete kommt weg und ich glaube, da das ja Kunststoff ist, na wunderbar, bleibt die Nadel im Kleber. Das ist aber jetzt nicht passiert, weil es Kunststoff ist.
Mal gucken. Ja, aus dem kleinen Ding kommt was raus. Dann mache ich das mal hier ganz schnell. Den Stinger hier. So, dann ist das hier mit dieser. Es muss ohne Klammer gehen. Das schön ruhig da hier so liegen lässt, dann hebt es auch. Vorsichtig zur Seite stellen, den Kleber wieder zumachen. So, wir sollen nämlich von dem hier hier, bei mir gibt es nur noch eine kurze Dingsleitung. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da eventuell noch sowas finde, weil das soll nämlich dann an der Längssäule drauf. Ja, da habe ich doch da tatsächlich nur noch so ein einen davon. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe da ja noch überall so ein paar Schläuche rumfliegen. Da ist bestimmt was Passendes dabei. Der hält eh nicht gut. Von daher muss da auch was Kleber dran. Ja, gut. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Nächste Woche wird was vom Luftfilter und Heizkörper und ein Ansaugschlauch und eine Vorderwand. Ja, dann freuen wir uns doch schon mal auf die nächste Woche. Bis dahin, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Hat mich sehr gefreut. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Bleibt gesund und ja, genießt die Zeit. Bis dahin, tschüss, macht's gut, euer Rick.